Hallo ihr Lieben, ich bin heute unterwegs wieder für euch, aber es hat noch etwas Zeit. Heute ist die Eröffnung vom Frühlingsdom in Hamburg. Ich war ja schon mal da bei der Aufbauphase, aber jetzt geht's los heute mit dem Frühlingsdom. Um 15 Uhr startet es. Wir sind dabei und bis dahin haben wir noch etwas Zeit, aber jetzt kommt erstmal das Intro und dann sehen wir uns am Dom wieder. So, jetzt bin ich hier auf St. Pauli angekommen, am Heiligen Geistfeld. Um 3 Uhr öffnet der Dom. Also ich habe noch Zeit, ich renne da mal rum und werde sehen, was ich ausprobiere. Also, bis später. Jetzt seht ihr hinter mir den Shaker. Hier stand letztes Jahr noch, ich weiß nicht genau was, aber ein Überschlagding. Aber es spielt keine Rolle. Hier hat nie einer denselben Platz auf dem Dom. Nur eins, und zwar der Domdancer. Der steht immer an seinem eigenen Platz. Aber da kommen wir später hin. Um 15 Uhr ist hier die Eröffnung. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht bei uns. Hier auf unserem Kanal im Video. Bis dann. So, das waren die wunderbaren Rockets, nochmal einen großen Applaus! Sehr schön und das Beste von allem, wir werden Sie gleich nach dem offiziellen Teil der Öffnung noch einmal hören, aber vorher darf ich Sie begrüßen, ich habe das große Vergnügen, Sie begrüßen zu dürfen, zur Eröffnung des Hamburger Frühlingsdoms 2023. Wie schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es wird ein ganz, ganz schöner Nachmittag. Wir haben nämlich einiges auf dem Programm. Mein Name ist Claudio Madragic. Ich darf durch dieses Programm führen. Wirklich, wir haben spannende Gespräche mit tollen Menschen. Es werden Verlosungen stattfinden. Wer noch kein Los hat, geht zu Nicole und zu Christian. Holt euch ein Los. Schreibt euren Namen drauf. Es gibt
gibt fantastische Preise gleich zu gewinnen. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Es wird nochmal musikalisch. Bummel ist auch hier auf dem Dom, Leute. Da bleibt kein Wunsch offen und das ist auch gut so. Denn Wünsche stehen auch in den nächsten 4 Wochen ganz weit oben. Vor allem die Wünsche der Hamburger Dombesucher und Besucherinnen. Viele Menschen arbeiten hart daran, dass die nächsten 4 Wochen vom heutigen Tag bis zum 23. April wirklich ein voller Erfolg werden. Ein paar dieser Menschen darf ich gleich zu mir auf diese Bühne bitten. Und den Anfang macht jemand ganz, ganz Besonderes. Wie es so schön heißt, Ladies First, darf ich zu mir auf die Bühne begrüßen, die Senatorin der Behörde für Wirtschaft und Innovation. Großen Applaus und herzlich willkommen, Dr. Melanie Leonard. Hallo. Hallo. Frau Senatorin, wie schön, dass Sie da sind. Wir dürfen Sie ja zum zweiten Mal nach 2017 hier begrüßen. Damals haben Sie den Sommerdom eröffnet. Heute stehen Sie hier in Ihrer neuen Funktion als Wirtschaftssenatorin auf dieser Bühne. Mal ganz ehrlich, fühlt sich diese Eröffnung heute ein bisschen anders an? Na, ehrlich gesagt, ich glaube, das Wetter war damals gleich. Sonnenschein, Wind, 10 Grad. Das haben wir ja in Hamburg in ein paar Monaten immer durchgehend. Insofern bestes Domwetter. Absolut. Nicht zu kalt, nicht feucht. Und so, dass man sich schön kuschelig anziehen kann für Karussell. Ja, der Hamburger Dom gehört ja jetzt zu Ihren Aufgabengebieten. Freuen Sie sich auf die Herausforderung? Ja, total. Das ist was ganz Besonderes. Also wir sagen nicht nur, das ist das größte Volksfest im Norden. Das ist es auch. Wenn ihr euch umguckt, ganz viele Menschen, die sich total freuen. Aber auch ganz viele Menschen hinter den Kulissen, die ganz aufgeregt die letzten Tage darin gewirkt haben, dass alles steht zur Eröffnung, dass alles funktioniert. Und das nach 2 echt schweren Jahren. Insofern, das ist eine große Aufgabe, aber es macht auch viel Freude. Das ist doch wunderbar. Mit fast 3 Monaten Spielzeit gehört ja der Hamburger Dom auch für viele Schausteller zur wichtigsten Veranstaltung bundesweit. Welche Bedeutung hat denn der Hamburger Dom als Wirtschaftsfaktor für die Hansestadt? Naja, ein ganz großer. Nicht nur, dass die Menschen hierher kommen, sich amüsieren und natürlich auch ein bisschen Geld ausgeben, das ist ja gar keine Frage. Er macht uns ja auch wirklich bundesweit berühmt. Es gibt ganz viele Menschen, die kommen für den Dom nach Hamburg. Die kommen hierher und verlängern den Tag, um noch auf den Dom zu gehen. Und das macht was mit uns als Stadt. Nicht nur, dass wir dadurch mehr Besucher haben, das macht uns auch guten Ruf woanders. Insofern wirken die Schaustellerinnen und Schausteller auch daran, Hamburg auf die Landkarte zu heben, bundesweit und darüber hinaus. Und das ist was Gutes. Und auch vor allem der Arbeitgeber, Hamburger Dom ist ja auch nicht zu verachten. Rund 2000 Menschen sind bei so einer Domveranstaltung hier beschäftigt. Frau Senatorin, angenommen, Sie hätten einmal einen ganzen Tag Zeit. Und ich würde Sie einladen, mit mir über den Hamburger Dom zu schlendern. Welche Attraktionen würden Sie sich da nicht entgehen lassen wollen? Also ich gehöre zu den kulinarischen Domgängern. Also okay. Ich würde anfangen mit Zuckerwatte. Wir müssten dann leider direkt zu Burgunderbraten im Brötchen, weiter zur Bratwurst. Champignon im Rahmen und nachher Eis. Also ich esse mich einmal rundherum durch. Oh, das höre ich doch super gern. Passend dazu möchte ich gerne ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Oha. Ich stelle Sie jetzt vor ganz, ganz harten Entscheidungen. Ich stelle Ihnen jetzt entweder oder Fragen. Okay. Und Sie müssen sich entscheiden. Das heißt, ja, die Antwort beides zählt nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay. Also, Schmalzkuchen oder gebrannte Mandeln? Schmalzkuchen. Wollen Sie den Publikumsjoker? Genau. Schmalzkuchen ist absolut richtig. Guter Hinweis, danke. Dosen werfen oder hau den Lukas? Dosen werfen. Ja, schon mal gemacht? Ja, also weil niemand will sehen, wie ich den Lukas hau. Das geht gar nicht. Glasirrgarten oder Geisterbahn? Klar. Geisterbahn. Ja, guck Geisterbahn. Mal, da. Wir machen Geisterbahn. Das ist doch schön, wenn das Publikum mitmacht. Letzte Frage. Riesenrad oder doch ein bisschen abenteuerlicher die Achterbahn? Riesenrad, ganz klar Riesenrad. Ich meine, ich habe furchtbare Angst immer, bis es ganz oben ist, aber man hat einen unbezahlbaren Blick über die Stadt. Also wer noch nichts vorhat, Riesenrad geht auf jeden Fall. Sehr schön. Vielen Dank für dieses tolle Gerne. Gespräch. Vielen Dank für diese Einblicke. Bevor ich jetzt 3 ganz, ganz besondere Herren auf unsere Bühne bitte. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis. Die Losbox wird gleich geschlossen. Wer noch kein Los hat, Nicole und Christian, die beiden Herrschaften und Damenschaften in den roten Westen, ja, werden euch noch alles Weitere erklären. Schlagt nochmal zu, denn gleich werden die Preise kommen und die sind wirklich fantastisch. Genauso fantastisch mindestens wie die Frau Senatorin, bleiben Sie gerne bei mir stehen. Genau.
wie die drei Herrschaften. Ich sage immer gerne dazu, das sind die drei Säulen des Hamburger Doms, denn sie sind aus der Domwelt nicht mehr wegzudenken. Zu uns auf die Bühne kommen Sören Lemke, Leiter Domreferat Hafengeburtstag und bezirkliche Märkte, Robert Kirchecker, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg von 1884 und Sascha Belli, erster Vorsitzender des Landesverbandes des ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg. Euer Applaus! Bei bestem Hamburger Wetter. Das ist doch unfassbar schön. Herr Lemke, erste Frage geht direkt mal an Sie. Mehr als 250 Schaustellerbetriebe können wir hier beim Frühlingsdom 23 begrüßen. Nehmen Sie uns doch mal mit so ein bisschen in Ihren Büroalltag. Wie können wir uns die Planung von Ihnen und von Ihrem Team am Beispiel des Frühlingsdoms so ein bisschen vorstellen? Ja, generell lässt sich eine Veranstaltung immer in drei Phasen unterteilen. Die Vorbereitungsphase, die Durchführungsphase und die Nachbereitungsphase. In der Vorbereitungsphase starten wir etwa 3 bis 4 Monate vorher mit dem Sichten der Anmeldeunterlagen. Und dann sind das in etwa 600 bis 800 Anmeldungen für einen Dom, von den 250 platziert werden müssen. Wie selektieren wir das? Das machen wir anhand einer Bewertungsmatrix. Das heißt, wir gucken uns an, wie attraktiv ist das Geschäft? Ist es barrierefrei? Hat es Hamburg-Bezug? Anhand dessen gibt es verschiedene Punkte und die besten 250 werden letztlich hier auf dem Platz platziert. Wenn wir dann in die Durchführungsphase oder der Wechsel zur Durchführungsphase gestaltet sich so, dass wir den Aufbau hier haben, direkt vor Ort, das sind 2 Wochen. Dann haben wir die 4 Wochen Durchführungsphase auf dem Dom, da ist das Team natürlich gefordert. Wir wechseln hier auf dem Gelände gastiert. Ein super schönes Geschäft, ich war selber drinnen mit verschiedenen Neuheiten, Effekten, die man dann, dieses sogenannte Funhouse, dort auch erleben darf. Freue ich mich. Wunderbar, Sie haben das Wort Kinderfahrgeschäft in den Mund genommen. Wir haben ja auch dieses Mal 19 Karussell, speziell für die ganz kleinen Dombesucher. Wir sagen es immer wieder und es muss auch immer wieder gesagt werden, der Hamburger Dom ist ein Volksfest für die ganze Familie. Absolut, und das finden wir auch gut, dass es als solches auch tituliert wird, als Volksfest. Wir sind eben nicht das typische Trinkerfest, würde ich mal sagen, wie man es vielleicht in München hat oder auf ein, zwei anderen Kirmesplätzen noch, sondern wir haben überwiegend Darbietungen für die komplette ganze Familie. Das ist gut. Und das schätzen wir alle. Aber es gibt ja nicht nur Fahrgeschäfte und Laufgeschäfte, es gibt auch ganz viele tolle Events. Die Frage an Herrn Belli, was haben sich denn die Schausteller jetzt einfallen lassen? Welche Events gibt es? Was genau sind das für Events und wann finden diese statt? Ja, erstmal herzlich willkommen auch von mir. Und nochmal danke an die Rockhits, das hat mir super gefallen, da werde ich mir gleich den zweiten Teil auch noch von angucken. Aber sowas von. Ja, wir haben ein paar Events geplant und der Ammann hat unser Bummel-Geburtstag, wo ist der eigentlich? Da hinten, Bummel, der hat am 19. April Geburtstag, da wird es hier eine Parade geben, die beginnt am Riesenrad, geht durch bis zur Feldstraße, da werden etliche Freunde von ihm eingeladen sein, Mickey Maus, der Puhbär. Und sogar der Dino vom HSV lässt sich hier auch sehen, der lässt sich das nicht nehmen. Prominenter Besuch. Ja, richtig, das wird sehr interessant. Da wird eine Marching Band bei sein, da wird so eine Art so eine Bummelzug bei sein. Da werden wir noch Sitzplätze drin verlosen für Interessierte. Da wird man sich nachher bewerben können, damit man das mit begleiten kann. Nicht nur angucken, sondern mittendrin sein kann. So, dann haben wir noch 2 Osteraktionen geplant. Einmal am 9. und einmal am 10. April. Das wird, wenn man in der U-Bahn-Feldstraße in den Dom reingeht, da wird ein kleines Zelt aufgebaut sein. Da läuft der Osterhase rum, verteilt ein paar Süßigkeiten an unsere kleinen Gäste. Und man kann am Glücksrad drehen, man kann dort auch noch tolle Sachen gewinnen, so wie hier heute. Da gibt es den Dom-Teddy, Naschi-Set und natürlich das beliebte Gutscheinheft im Wert von 200 Euro. Das lohnt sich also richtig, also wer da Ostern nochmal mit den Kindern los will, der ist hier bei uns gut aufgehoben. Gutscheinheft im Wert von 200 Euro, also wenn man dieses besitzt, kann man getrost über den Dom schlendern und bei jedem Fahrgeschäft, jedem Kassierer, jeder Kassiererin fröhlich winken, denn man muss nichts mehr zahlen. Ja, so ist es. Da sind immer 2 Karten drin. Das heißt, ich kann noch meinen Freund mitnehmen oder meine Schwester, meinen Bruder, wer auch immer. Ja. Und dann hat man mit 2 Personen freien Eintritt. Das ist ja fantastisch. Wie es der Zufall will, haben wir die Senatorin heute Abend bei uns auf der Bühne, beziehungsweise heute Nachmittag. Und wie es der Zufall will, haben wir hier eine Losbox. Die bitte jetzt, lieber Christian, lieber Nicole, die bitte jetzt in der nächsten Minute geschlossen wird. Denn wir würden gerne das erste solche Gutscheinheft jetzt verlosen. Das heißt, einer von euch, ihr Lieben, wird jetzt gleich das große Vergnügen haben, ein Gutscheinheft im Wert von 200 Euro zu gewinnen. Wir können das hier, glaube ich, hier drauflegen. Genau. Ich hole es schon mal in die Hand.
Ey, das sind diese krassen. So, haltet schon mal eure Quittung in der Hand, damit ihr die Zahlen kontrollieren könnt, Frau Senatorin. Sie dürfen natürlich nicht reinschauen, das kontrolliere ich. Und wer ist der oder die glückliche Gewinnerin? Linda Leinemann. Haben wir Linda Leinemann hier irgendwo? Da wird geklatscht. Wo ist Linda Leinemann? Einfach mal hier nach vorne kommen. Linda Leinemann? Ist gegangen. Ist gegangen? Hi. Du bist die Linda? Linda, das muss ich natürlich erstmal kontrollieren. So, haben wir hier die 0033. Stimmt, sie ist Linda. Großer Applaus für Linda! Linda, herzlichen Glückwunsch. Du bist ab jetzt die beliebteste Person hier auf diesem Heiligen Geistfeld. Ein Gutschein im Wert von 200 Euro für dich, Linda. Großen Applaus nochmal. Ja, wunderbar. So, Frau Senatorin, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es soll ja auch nicht umsonst gewesen sein, denn ich vermute, es gibt jetzt gleich, ich würde mal sagen, so eine Art Herzensgeschenk noch für Sie. Ich mache mal ein bisschen Platz. Ein kleineres Handtuch. Haha, gab's doch. Das erwartet hoffentlich keiner, dass ich das dauerhaft trage. Ne? Nein, wir erwarten, dass sie es aufessen. Es würde aber auch sich gut machen im Büro. Ne? Genau. Aber wenn Sie reinkommen, sehen Sie gleich direkt, ach, die Schausteller, da muss ich dran denken. Und Lebkuchen wird ja mit der Zeit besser, muss man sagen. Insofern vielen, vielen Dank. Das ist ganz toll und allen ganz, ganz viel Spaß auf dem Frühlingsdom. So, bevor wir jetzt zum offiziellen Teil kommen, nochmal kurz der Hinweis, wie versprochen, werden wir die Rock Kids gleich nochmal auf dieser Bühne erleben. Dann wird nochmal eine große Verlosung stattfinden. Es gibt also noch weitere Gutscheinhefte, es gibt Naschboxen, es gibt einen Dom-Teddy zu gewinnen. Leute, also lasst euch das nicht entgehen. Vorher aber kommen wir zu der Aktion, weswegen Sie alle hier auf dieser Bühne stehen. Ich würde sagen, Sie können schon mal Aufstellung nehmen. Frau Senatorin, Sie haben einen ganz wichtigen Text. Ich hoffe, Sie können ihn. Wenn alle soweit sind, dann würde ich sagen, Frau Senatorin, ich gebe Ihnen das Mikro und Sie können die wichtigen Worte erwähnen. 3, 2, 1, der Frühlingsdom ist eröffnet. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Ja. Doch mal einen großen Applaus für die vier wunderbare Personen hier zu meiner Rechten. Sascha Belli, Robert Kichecker, Jörg und Frau, Melanie Doktor, Melanie Leonard. Vielen Dank. Viel Spaß und viel Freude Ihnen. So, jetzt ist die Eröffnung hinter uns. Im Hintergrund hört ihr noch die Eröffnungsmusik weiter. Aber ich würde jetzt mal gleich über den Platz gehen und dann werden wir sehen, was noch anderes passiert. Hinten seht ihr den Bummel, das Maskottchen von dem Hamburger Dom. Also, ich gehe jetzt mal dahin. Danke.
hast ja dieses Jahr Geburtstag, oder? Da, da kommt es nicht. Hier scheint die Sonne und hinter mir ist der Konga. Ich gehe jetzt genau in die andere Richtung mal. Gucken, wie, wo, was ist. Also, ich werde mich später hier vom Dom nochmal melden. Bis dann. Und jetzt taucht gleich der Dombreaker auf. Mit anderen Worten, der Domdancer. Das ist der Slice-Flyer. So einer ist in Halle stecken geblieben bei 30 Meter Höhe, wo die Feuerwehr kommen musste. Nostalgisches Kinderkarussell dreht sich jetzt auf, endlich. Und der eine Autoscooter, der vorgestern noch nicht aufgebaut war, ist jetzt fertig aufgebaut. Der kommt da hinten im Bildfeld. Auf der anderen Seite von diesem Fahrgeschäft gibt es das Klo oder die Klo-Gaudi. Der schaut nach unten mit dem Winkel war ich gerade. Thank you.
So, ich gehe jetzt hier weiter über den Dom, und aber hier neben mir ist natürlich jetzt die große Spielbude. Und ich werde gleich in das neue Hieros gehen. In das Karussell, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene gedacht, die auf Marvel Actionfiguren stehen. Also, bis gleich in diesem Fahrgeschäft. Ich bin jetzt hier gerade aus dem Hieros gekommen. Ist also auch nichts für Kinder gedacht. Das geht rasant schnell, wie ihr gesehen habt im Vorfeld. Und jetzt gehe ich mal weiter hier über den Bummel. Wann bist du eigentlich das letzte Mal gefahren? Ja, das ist ein Freund.
spielt jetzt Graffiti. Und da ich jetzt zur Zeit zwei Kameras hantiere, werdet ihr einen Teil sehen von den Graffiti mit der einen Kamera und mich mit der anderen Kamera. Ich würde aber jetzt weitergehen, um zu sehen, was alles noch hier los ist und mit den zwei Kameras rumhantieren. Also, bis später. Das war meine Fahrt mit dem Autoscooter. Jetzt gehe ich mal weiter und schaue mal, was sonst noch so alles hier gibt. Ich sehe einen Schlager-Express. Es fährt jetzt zur Zeit rückwärts, also ab, mal gucken, wie die Fahrten sind. Das war der Besuch auf dem Dom mit der Eröffnungsfeier. Ich sage jetzt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video der Coasterfahrer.